Mal nachrechnen, wie lange ist man jetzt eigentlich schon hier und wie viele Tage darf man noch bleiben? Wenn man 7 Tage Dschungeltour dazu endet, ist wieder Mittwoch, oder? Dann sind nochmal 3 Tage zu Donnerstag, Freitag, Samstag. Es ist der 3. Tag von insgesamt 10. Auch in den diesjährigen Sommerferien veranstaltete der ASB Wasserrettungsdienst sein jährliches Watercamp. Das Domizil der 10- bis 14-Jährigen während dieser Zeit ist das Märkische Jugendhaus in Kablo-Ziegelei, inmitten des idyllischen Dahme-Seen-Gebietes, unweit von Königs Wusterhausen. Auch heute gibt es wieder etwas zu erleben, wie bereits in den Tagen zuvor. Ein Floß gebaut. Wir waren schon viel baden. Und ja, im Boot waren wir auch schon fahren und alles. Und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ja jetzt das 3. Mal dabei von den 3 Watercamps. Ist ganz gut hier. Was gefällt dir denn so gut? Dass man Spaß hat, dass man also Freunde hat mehr, sag ich jetzt mal. Aufbruch zum nur wenige Meter entfernten See. Mit den Motorbooten des ASB geht es auf Tour, zunächst zum Strand. Jeden Tag gibt es etwas zu erleben im, am und auf dem Wasser. Watercamp eben. Wir wollen hier auf spielerische Art und Weise den Kindern das Rettungsschwimmen nahe bringen. Wobei Rettungsschwimmen gar nicht mehr so im Vordergrund ist, sondern Spaß im, am und auf dem Wasser. Und natürlich so einige Sachen wie Rettungsschwimmen, wie Schwimmen im Allgemeinen, Eigen- und Fremdrettung. Wir haben jeden Tag mal so eine Stunde etwa, wo wir den Kindern mit, zeigen, wie wir mit einfachen Mitteln einen Freund oder Freundin aus dem Wasser retten können. Wie jetzt gleich eine Übung mit dem Surfbrett zum Beispiel. Das erste Rettungsszenario an diesem Tag wird von Nico und Julius vorgeführt. Beide sind bereits Mitglieder des ASB Wasserrettungsdienstes. Also mir gefällt das, was mit Wasser zu tun hat und dass ich auch was Gutes tue, indem ich Menschen helfe. Ich mag das Wasser auch sehr, also ich gehe auch gerne baden und ich tue halt auch immer gern was Gutes. Wir haben so im Schnitt 10, man kann sagen etwa 10 Rettungsschwimmer, die dann auch dabei bleiben. Ja, von 12 bis 17, 18. Wir haben manchmal Wochenende Dienst beim Kietzhölzerner See. Ansonsten kommen wir auch eigentlich jedes Jahr mit zum Watercamp. Ja, und wir haben wöchentlich Training. Ja, wöchentlich samstags. Am ASB Watercamp dürfen aber nicht nur Mitglieder des Wasserrettungsdienstes teilnehmen. Es ist ein Angebot, das allen offen steht. Während die Kinder unterwegs sind, nutzt Ingrid Hasert die Zeit zum Aufräumen und Putzen. Sie ist die emsige und gute Seele des Märkischen Jugendhauses, seit der ASB die ehemalige Schule 1994 übernommen und von Grund auf saniert hat. 31 Schlafplätze, verteilt auf 3, 4, 5 und 6 Bettzimmer, stehen hier zur Verfügung. Außerdem gibt es einen großen Gemeinschaftsraum, der für vielfältige Veranstaltungen genutzt wird. Vor allem in den Sommermonaten ist das Haus stark nachgefragt. Bei mir sind sehr viele Kindereinrichtungen, das heißt, es sind Schulen von der 1. bis zur 4. Klasse, mit denen ich auch Beschäftigung mache. Dann sind Kindergärten sind dann bei mir, dann sind auch Hochzeiten, Familienfeiern, Seminare sind drin, auch vom ASB. Also bei mir ist alles vertreten und es macht auch großen Spaß. Haus und Max liebt die Gäste und ist deren Liebling, genießt aber auch gern die ruhigen Momente. Und davon hat er heute noch einige. Bis die Watercamp-Kinder zurück sind, dauert es noch etwas. Am See werden nämlich noch Wasserrettungsbasics geübt, bevor es weiter zum Eisessen geht. Ein Schiffsausflug steht auch noch auf dem Programm. Nur ein ereignisreicher Tag von mehreren beim ASB Watercamp in Kablo-Ziegelei.